Ja, also wir sind jetzt tatsächlich einen Tag vor Drehbeginn des größten Conny-Musikvideos, das wir jemals gedreht haben. Wie könnten 3 Wochen Urlaub je genug sein? Denkst du, als du am Montag wieder in den Zug steigst? Und all die Fotos von den Stränden und dem Meer sind nur ein paar Stunden alt, doch eine Ewigkeit entfernt. Yeah, oh, wie gerne du doch wissen würdest, ob all die Menschen hier dich überhaupt vermissen würden. Ob morgen irgendetwas anders wäre, wenn du den Houdini machen, 7 Sachen packen würdest und gehen. Doch das letzte Foto von dir ist ein Mittelfinger. Dann malst du Pimmelbilder über deine Klingelschilder. Du hast keine Ahnung, wann das letzte Mal ein Montag auf ein Freitag. Das Ganze soll gut aussehen in der Doku. Das passiert nicht. Ich würde das normalerweise selber machen. Ich mach das freiwillig. Ich werde nur ein bisschen geschlagen. Sorry. Christian, das ist nicht verwendbar. Das können wir nur intern verwenden. Für mich bedeutet erstes Mal, letztes Mal dieses Video jetzt und der Abschluss von Manic Pixie Dream Boy Volume 1 so der größte Brocken, der mir jetzt gerade noch so auf dem Herzen liegt. Hi, ich bin die Annika. Ich bin die Kostümbildnerin in diesem Projekt. Und das ist auch mein erstes Mal, dass ich mit Conny zusammenarbeite. Ich hoffe, es ist vielleicht nicht das letzte Mal. Es wird einfach so großartig werden. Jackie, die das als Head of Szenenbild gemacht hat, hat sich so krasse Sachen überlegt und so viel gebastelt und so viel gebaut. Und das Ganze zu organisieren, Leute zu finden, die alle super motiviert sind und Bock drauf haben, auch wirklich das zu der größten, besondersten Sache zu machen, die wir je mit diesem Conny-Projekt gemacht haben. Das passt irgendwie so geil in diese Conny-Welt, weil wir schon seit, ich würde sagen, zum ersten Mal in dem Schäm dich-Video ist es so krass gewesen, dass wir so alles selber gemacht haben. Ich lasse mir nicht sagen, dass ich einfach besser bin. Aber wieso geht das denn heute nicht, wenn's gestern ging? Schäm dich. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Ich habe so einen Spaß daran, das irgendwie zu sehen, wie das irgendwie. Weil es irgendwie, wie, weißt du, wie als würde so eine Traumwelt, die man sich selber ausgedacht hat in seinem Kopf, die wird auf einmal Realität. So, das wird auf einmal wirklich gebaut und es existiert irgendwie in echt. Hey, ich bin Jacqueline Lank und ich mache das Szenenbild für erstes Mal, letztes Mal für Conny. Besonders stolz bin ich auf die Zuckerwatte-Welt. Da steckt viel Arbeit drin, da ist sehr, sehr viel. Sehr viele Dinge dabei, die man nicht im alltäglichen Leben hat. Also, wir haben zum Beispiel Zuckerwattebäume. Zuckerwatte, ganz viel. Also es hat sehr, sehr viel mit dem Fantastischen zu tun, dass man sich nochmal ausleben kann und ja, wird schön. Aber sie können sich nicht richtig küssen, weil er immer sofort Kribbeln im Blut hat. Und klappt es am Ende? Sie, ja, wird, sie auch wird auch ein Vampir. Ah, okay. Und dann bekommen sie noch ein Baby. Ja, oh, ein CGI-Baby. Im Ernst? Das ist ein CGI-Baby, weil das halt so schnell altert. Durch ihren Bauch beißt es sich raus. Ja. Digga, was ist los, ey? Also es geht voll schnell, die ist nur ein paar Wochen schwanger und dann... Wer denn? Hä? Wer denn? Hast du Twilight gesehen? Nee. Na, dann musst du das nochmal angucken. Okay. Hi, ich bin Rahma, ich bin Tänzerin und Choreografin. 5, 6, 7, 8. Hab ich was zwischen den Zähnen? Nein, hast du nicht. Okay, hast du nicht. Wir haben gerade gegessen, Mittagessen, deswegen muss ich fragen. Ich choreografiere und ich checke, dass seine Bewegungen tight sind. Ich bin voll stolz auf Conny, der macht das richtig gut. Ich bin ziemlich aufgeregt, weil es wird super viel getanzt. So viel getanzt habe ich natürlich noch nie in einem Video. Ich tanze ja noch nicht so lange. Ich tanze die Choreo jetzt mit Rachma bestimmt 6 Wochen. Also ich weiß nicht, was jetzt die Leute, die jetzt denken, so okay, 6 Wochen und dann gucken sich das Video an und wer weiß, wie das dann, vielleicht sieht es auf dem Video auch total scheiße aus. Ich kann es ja selber nicht so wirklich einschätzen. Ich bin noch nicht so wirklich firm mit mir als tänzerischer Person. Ich weiß irgendwie, dass ich Bock habe, das zu machen. Ich finde, es passt voll in diese Welt von Manic Pixie Dream Boy und passt total perfekt in diese Idee von einem
Künstler, der sich aufmacht, irgendwie alles hinter sich zu lassen. Du weißt, Bruder. Wie habe ich Toxie eigentlich kennengelernt? Also, ich glaube, mein Produzent Elias hat einen Song mit ihr gemacht. Ja, Mann. Und dann fand ich sie cool, habe sie angeschrieben auf Instagram, auf wen ich meinen Song zusammen machen soll. Und sie hat mich ignoriert. Ja, ich dachte, wer ist dieser komische Vogel mit den pinken Haaren? Ja, das passiert mir häufiger. Aber dann habe ich ein cooles Video gemacht, schäm dich. Und ja, dann hat Toxie geschrieben, ey, cooles Video, vielleicht können wir doch mal einen Song zusammen machen. Wenn ich es in deinem Video mitspielen kann. Und genauso und so was aussehen kann wie Conny. True story. Real Rap Stories. Ich finde es so interessant, innerhalb dieses Projektes, dasselbe durch diese ganzen Gefühle und durch diese ganzen Ideen irgendwie auch selber zu gehen. So, man hat irgendwie so die Idee, ich will eine Welt haben, in der Menschen nicht mehr so stark davon beeinflusst sind, welches Geschlecht sie jetzt haben oder wem sie sich zugehörig fühlen. Also jetzt zum Beispiel, ich sage, ich bin Rapper und das heißt, ich muss mir einen gewissen Katalog von Verhaltensweisen und Ausdrucksweisen und einen gewissen Gestus und so weiter muss ich mir irgendwie zulegen und dann bin ich irgendwie gefangen in diesem Klischee des Rappers. So, ne? So habe ich zumindest so das Gefühl, dass es einfach häufig ist. Conny, wie ist es bei dir? Also ich habe auch, kann ich an einer... Ey! Ich habe noch nie Drogen genommen. Nichts. Nur Kräuterzigaretten. Mhm. Ich muss sagen, meine Eltern haben mir immer gesagt, wenn du anfängst zu kiffen, wir kriegen das mit. Das ist eine Einstiegsdroge. Und soll ich euch sagen, was ich als letztes an... Kannst du richtig die Kamera ausmachen? Ja. Mhm. Okay, cool. Ich bin 27, wohne und lebe in Köln. Also in dem Projekt Manic Pixie Dream Boy spiele ich die Protagonistin. Witzigerweise habe ich keinen Namen. Du darfst mir einen geben. Sabrina. I'm playing Sabrina. Genau, der Manic Pixie Dream Boy lädt sie ein auf eine Reise, auf ein Abenteuer, wozu sie nicht Nein sagt. Und dann lernt sie halt das wahre... Also sie findet heraus, was sie eigentlich wirklich möchte und schafft es halt zum Schluss, sich zu befreien und aus der Beziehung zu befreien und das zu machen, was halt gut für sie ist. Mal ganz simpel ausgedrückt. Ja. Antonia, stell dich mal kurz vor, was machst du eigentlich hier? Hallo, ich bin Antonia, ich bin die Regisseurin und ich führe Regie. Geil! Wie geil wäre es denn, wenn man in einer Welt, in der ich sagen kann, okay, ich bin Rapper, aber ich kaufe mir nicht damit auch automatisch ein, dass ich meine Hände auf eine gewisse Art und Weise bewegen muss, auf eine gewisse Art und Weise sprechen muss, ein gewisses Vokabular benutzen muss und mich in Videos auf eine gewisse Art und Weise geben muss. Wie geil wäre eine Welt, in der ich sagen kann, ich bin Rapper und dann kann ich aber alles machen, was ich will. So ist es wirklich einfach nur dieser Sprechgesang irgendwie, den man halt dann irgendwie benutzt. Wir sind hier heute beim Musikvideodreh zu Conny erstes Mal, letztes Mal. Mein Name ist Lukas und ich bin der Producer. Okay, Leute, wir müssen ein bisschen leise sein. Wir haben hier wir sind mitten in der Aufnahme, aber ich nehme euch mal ein bisschen mit auf Tour. Komm mal mit. Also, falls ihr noch nicht an einem Filmset oder Musikvideoset wart, hier vorne haben wir unsere Kameraabteilung. Da können wir mal gerade vorbeigehen und mal nachhören, wie es so läuft. Das hier ist übrigens Rebecca. Rebecca ist hier der gute Engel am Set. Ach Gott. Alles klar? Ja, alles super. Wie läuft's, Rebecca? Ist gut. Ja, läuft's gut? Ja. Sind wir im Zeitplan oder sollen wir mal ein bisschen Druck machen? Ich glaube, wir müssen ein bisschen Druck machen, ne? Okay, das machen wir gleich. Komm mal mit. Das Feuchttuch. Ich habe gerade ein Feuchttuch in der Hand. Wir freuen uns über die Feuchttücher. In dieser Wüste ist es so trocken, dass wir uns um jedes bisschen Feuchtigkeit, was unsere Hände kriegen können, freuen. Das ist echt krass hier. Echt super krass. Desert. Ich sag nur Desert. Und wie findest du den Conny? Ich finde den Conny einfach cool. Er ist einfach Töfte. Conny ist mein Vorbild. Conny ist cool, oder? Ja. Der ist total cool. Conny ist ein super Typ. Geht jetzt in die Dreier-Performance zurück?
ist ein krasser Typ. Jana, eine Frage. Was hältst du eigentlich von Conny? Ja, er ist ein super Typ. Conny? Was hältst du eigentlich von diesem Conny? Kann ich gar nicht ab, kann ich gar nicht leiden. Also ihr wolltet jetzt meine Meinung dazu haben. Ich weiß nicht, worauf das hier hinauslaufen soll, ehrlich gesagt. Bist du erfüllt? Wie ist Drehtag 3 jetzt? Ey, gut. Also, wenn die Performance jetzt hier so im Kasten ist, dann bin ich, glaube ich, entspannt. Gibt's noch so ein paar Rap-Parts, noch so ein bisschen? Rappst du eigentlich noch eine dritte Strophe? Aber du kannst nicht Edi, was sagst du? Die Krawatte, das ja. Von innen, also ein Grundsatz von diesem Conny-Projekt, habe ich so das Gefühl, den ich immer mehr so greifen und fassen kann. Und natürlich gehören dazu die rosa Haare. Das waren ursprünglich mal Michas Haare. Ich musste mich abfahren. Ja. Vor dem Musikvideo hatte der Micha so mega lange Haare und dann haben wir alle Perücken und meine Haare jetzt noch ausgemacht. Jetzt hat er Glatze. Aber dann ist halt auch die Frage, okay, wie können wir das noch mehr machen? Es muss irgendwie aus der Komfortzone raus. Und für mich hinzugehen und zu sagen, okay, du hast grundsätzlich Bock zu tanzen, aber das ist sehr unüblich für einen Deutschrapper. Vor allen Dingen für einen politischen Deutschrapper. Wie kann das funktionieren? Und daran irgendwie zu arbeiten, das finde ich halt irgendwie geil. Als dann der Vorschlag kam, das in Schäm dich zu machen, habe ich gedacht, ja, ey, das finde ich voll cool. Ich hatte sowieso auch schon darüber nachgedacht. Jetzt haben wir einen Anlass, das wirklich auch zu machen. Und dann haben wir das für Schäm dich gemacht. Und es war voll cool. Es wurde auch, ich habe irgendwie auch damit gedacht, gerechnet, dass es irgendwie sehr viel negativer kommentiert wird und so, aber das ist irgendwie gar nicht passiert. Dann haben wir das eben auch für Drake gemacht und da ist es ja auch auf sehr viel positives Feedback gestoßen und das bestärkt mich immer nur noch mehr daran und ich will jetzt eigentlich gerne dafür sorgen, dass das in den Musikvideos, die ich auch maßgeblich mitgestaltet habe, nämlich erstes Mal, letztes Mal und eben auch Drake, war mir das auf jeden Fall ein Anliegen, das irgendwie unterzubringen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Regisseurin, mit denen ich da gearbeitet habe, das restliche Team, mit dem wir da gearbeitet haben, dass die auch alle total Bock drauf haben, dass die das auch geil finden, eben so, das so out of the box dann irgendwie sowas zu machen. Das finde ich schon ganz, ganz geil auf jeden Fall.